Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Richard Wese. Ich bin Mentalcoach, Hypnosetherapeut und Entspannungspädagoge und beschäftige mich seit 12 Jahren jetzt mit dem mentalen Bereich des Dartspiels. In dieser Zeit habe ich 2 Bücher geschrieben. Das eine ist Head Games, gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren. Und Dartitis, Ursachen und Lösungen. Da wir wissen, dass Dart ein zum größten Teil, größtenteils im Kopf entschiedenes Spiel ist, Sport ist, habe ich mir zur Aufgabe gesetzt, mich mit dem zu beschäftigen. Ich bin selber Dartspieler und weiß natürlich, was im Kopf vorgeht, was positiv wie negativ passieren kann an Bord, im Wettkampf, im Training, Weltklasse oder nahe dran. Im Wettkampf, ja, zwischen Genie und Wahnsinn. Man kann es bei jedem sehen, in jedem Bereich. Selbst die absoluten Top Guns haben hier ab und zu ihre Probleme, wie man sieht. Ja, und warum dann? Warum sollen wir nicht auch Probleme haben? Warum ich den Kanal mache jetzt, ist Folgendes. Deutschland, nicht nur Deutschland, die ganze Welt ist in einer absoluten Ausnahmesituation. Ich bin auf die Philippinen und auch hier ist es so. Wie in Deutschland, jetzt in Bayern, der Hausarrest, nenne ich es mal, aber ohne Bewertung, ohne negative Bewertung, Hausarrest, ist es hier auf den Philippinen auch so. Wir haben auch Ausgangssperre von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Das trifft mir jetzt nicht so hart, weil ich nicht unbedingt die Nachteule bin. Also der Partygänger, die Insel sehr, sehr ruhig ist. CQR Island, wunderschöne Insel. Und ich glaube auch, dass die nächsten Tage oder dieses Wochenende auch der Rest von Deutschland bestimmt unter eine Art Quarantäne gestellt wird. So sitzen wir alle zu Hause. Manche oder ich denke die meisten haben ein Board zu Hause und vielleicht ist den einen oder anderen langweilig. Niemand weiß, wann Wettkämpfe weitergehen, wann Ligabetriebe weitergehen. Ich wollte hier auch demnächst wieder anfangen, Turniere zu spielen. Da gibt es eine große Turnierserie auf den Philippinen, wo ich selber mitspielen wollte. Werde ich auch, wenn es wieder losgeht, aber das wird dauern, vermutlich. Ja, und diese Zeit, dachte ich mir, können wir nutzen, unser Kopfspiel ein bisschen zu trimmen, ein bisschen auf ein höheres Level zu setzen. Manche kennen mich, mache Mental-Coachings per Skype und Messenger. Heute in der jetzigen Zeit ist das überhaupt kein Thema. Wunderbar, funktioniert meiner Meinung nach. Ich habe vorher live gecoacht, jetzt eben auf diesem Weg. Und ich konnte jetzt keinen großen Unterschied erkennen, außer dass die Leute eben nicht aus dem Haus müssen. Was zur jetzigen Situation nicht so schlecht ist. Ich will hier die nächsten Wochen eine Reihe Videos drehen, kurze Videos mit ein paar Tipps, Tricks, Anregungen, wie ihr euer mentales Spiel verbessern könnt, besonders Wettkampfspiel, wie ihr euren Kopf beruhigen könnt, wie ihr mental stärker werdet, euer Level einfach anheben könnt. Ja, es gibt da schon einige, die Videos machen und will mich da gar nicht groß. Ist vollkommen okay, warum auch nicht. Jeder hat so seine eigenen Einstellungen oder seine eigenen Auffassungen und finde es grundsätzlich ja gut, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der sich mit dem Thema so beschäftigt. Ich habe meine Methode und mit der fahre ich ganz gut. Die Leute, die kennen mich, die mich kennen, ich arbeite vom motivierten, ambitionierten Anfänger bis zum Profi hin, zusammen jetzt auch. Auch Spieler aus England, ein aus der USA und auch Holland und sonst einen ganzen deutschsprachigen Bereich.
Also von der C-Klasse, wenn man so will, bis zur PDC hoch. Was ich will, ist eine gewisse Lockerheit in dem Training. Ich sehe das nicht so überwissenschaftlich, sondern ich bin selber auch Dartspieler. Ich will das irgendwie so vermitteln, dass wir in der Zeit auch ein bisschen Spaß haben. Warum auch nicht? Ja, das ist Lebenszeit und Lebenszeit sollte man, egal was ist, genießen. Und so versuche ich euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben, wenn man so will. Ich stehe für Fragen offen. Klar, wir kommen auf Facebook anschreiben, per Messenger oder auch per Mail, das werde ich dann nochmal einblenden oder unter dem Video hinschreiben, oder wer Interesse hat bei anderen Sachen von mir, Büchern, Coachings, wird nicht schwer sein, mit mir in Kontakt zu kommen. Aber ansonsten soll das natürlich eine kostenlose Sache sein, um einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, mir ist da langweilig, weil ich schreibe ein neues Buch. Ich will auch Ende des Jahres ein komplett neues Buch rausbringen mit den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre, was das Dart-Mental-Training betrifft. Sehr vielen neuen Aufnahmen, eventuell einen kompletten Videokurs. Je nachdem muss man schauen. Man sieht, die Zeit ist so dermaßen schnelllebig, dass man, wie sagt man, habe ja mal einen Spruch gehört, glaubt John Lennon was? Leben ist das, was passiert, während du andere Sachen planst. Wahrscheinlich ist es so. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du dich interessierst dafür, wenn ihr euch interessiert dafür. Wenn nicht, natürlich bin ich auch nicht böse. Aber ihr wisst es, ich weiß es. Beim Dart gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren. Also, bis bald und viel Spaß. Haltet durch. Haltet es euch so gut wie möglich an die Vorgaben, bleibt gesund und dann sehen wir uns in real life alle sehr bald wieder. Bis demnächst. Servus.